Bidi bidi bip, bidi bidi bip. Ja, Leute, herzlich willkommen zu den Musikerli-Nachrichten. Ja, 2. Aprilwoche und ja, wir müssen schauen, was war wieder, Leute, los bei Musikerli diese Woche. Also, wir schauen uns einfach mal an, Leute, was war los. Wie hat die Woche gestartet? Ja, die Woche hat eigentlich ganz gut gestartet, so mit Challenges und so weiter. Und ja, hier bekommen wir noch Nachricht rein, dass hier auf jeden Fall hier mit Notice Me, ja, Notice Me, Comedy.de und so weiter, die Woche sehr gut begonnen hat. Für alle Leute, die Comedy mögen und die Leute, die halt Cyber vielleicht mögen, oder? Cyber, pst. Also, ja, auf jeden Fall cool Hashtag-Challenge-Geschichte. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle mitgemacht, weil, ja, ist schon cool. Also, wenn ihr noch nicht gesehen habt, Notice Me, Comedy.de, dann macht doch einfach mit, macht ein bisschen Comedy. Und Comedy finde ich cool. Ja, ist immer lustig. Ja, dann, wie ging weiter? Ja, Frühling-Lookbook und so hatten wir ja letzte Woche und so. Viel nicht weiter mehr ins Gewicht, weil, ja, die Leute halt mehr rausgegangen sind und Frühling geguckt haben und haben sich nicht so um Shopping gekümmert, glaube ich. Ja, aber egal. War auch cool. Und dann ist hier noch unbedingt, was unbedingt noch in Gewicht fällt diese Woche, mycookingskills.de, Leute. Ja, ich habe eben gerade noch eine hochgeladen. Es interessiert doch nicht, was du hochgeladen hast. Okay, okay, Leute. Aber ja, ihr könnt dort euer Kochkünste könnt ihr dort präsentieren bei Hashtag mycookingskills.de. Und ja, ihr könnt dann mit besonderen Leistungen glänzen. Okay, wenn ihr besondere Essen können zaubert oder so irgendwie sowas macht. Und ja, macht doch einfach mal und ich bin gespannt, was wieder zu essen gibt. Ja, dann haben wir, was gab's noch diese heute, Leute, Freitag, mal wieder neue Challenge gestartet. Und was für ein Challenge? Hier natürlich Count On Me, Leute, du weißt, was zu tun ist, wenn ich dir meine Hand reiche, oder? Du kannst auf mich zählen, okay, Leute? Jo, Leute, ist ein bisschen Challenge, die süß, die ein bisschen goldig, die ein bisschen Herz integriert. Und jo, wir werden schauen, was da so weiter passiert bei die Challenge. Und ansonsten, was war noch? Ach so, ja, bevor wir vergessen, so zum Entspannung, zum Schluss, gab es noch die Yoga Morning. Ja, Yoga Morning war sozusagen einer der, wie soll ich sagen, so halt ein bisschen Verknüpfung mit Sport, mit Yoga, mit innerer Ruhe. Und ja, es hat auch so ein bisschen Bewegung irgendwas gemacht, warum nicht, oder? Und ja, Salve hat halt so seine eigenen Bewegungen, aber halt, die Leute interessiert doch nicht, was ist Salve. Entschuldigung, Leute. Ja, dann, ja, also sonst war diese Woche eigentlich, ne, Dame Tucosita 2, aber läuft schon, glaube ich, ein bisschen länger. Ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, aber auch, eigentlich egal. Und ja, irgendwie auf Dauer immer langweilig dann. 2 und 3, das war bei Rambo, war genauso, weißt du, kam der Rambo, kam der 1, boah, Rambo, kam der 2, Rambo 2, okay, kam der 3, kam der 4, kam der 5, da war die Scheiße, Alter. Jetzt kommen die so mit Dame Tucosita, 2 und 3 und 4 oder was, ich weiß nicht, Alter, also, ja, es bleibt abzuwarten, Leute, es
bleibt abzuwarten, was uns nächste Woche erwarten wird. Also mit bisschen Aussicht auf Wetter wollen wir uns verabschieden. Also ja, wir hoffen, bleibt sonnig. Also ist im Moment gar nicht sonnig, aber wir hoffen, es bleibt wieder Frühling-Wetter so. Und ja, ich wünsche euch in diesem Sinne, Leute, ein schönes Wochenende und ich hab euch lieb. Tschüss.